Der Tunesier, der in Köln offenbar an einer Rizinbombe baute, war den deutschen Behörden bekannt. Medienberichten zufolge hatte die Türkei diese gewarnt, weil der Mann zum IS ausreisen wollte. Dennoch wurde er nicht als Gefährder eingestuft. Der in Köln festgenommene Tunesier Seif al-H. hat sich einem Zeitungsbericht zufolge durch seine Ausreiseversuche zur Terrormiliz Islamischer Staat, IS, verraten. Dies berichtet der Kölner Stadtanzeiger unter Berufung auf Sicherheitskreise. Wie der Spiegel schreibt, hatte al-H. die Reise des 29-Jährigen sei aber jeweils an der Türkei gescheitert. Die türkischen Behörden hätten die Deutsche informiert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz war bereits im April 2017 wegen der Ausreisepläne auf den 29-Jährigen, der in seiner Wohnung den Biokampfstoff Rizin für einen Giftanschlag hergestellt haben soll, aufmerksam geworden. Bei seinen Ausreiseversuchen wahrscheinlich auch Unterstützung durch Anhänger des IS gehabt. Dennoch sei weder ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, noch sei er als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Eine Sprecherin des Nordrhein-Westfalen-Innenministeriums nahm dazu keine Stellung und verwies auf die Bundesanwaltschaft. Diese wollte den Bericht auch nicht kommentieren. Bei der Festnahme des Tunesiers fand sich laut Kölner Stadtanzeiger ein Schlüssel, der neben seinen beiden Wohnungen zu 8 weiteren leerstehenden Objekten gepasst habe. Dort suchten die Ermittler am Freitag nach weiteren Hinweisen auf ein Attentat mittels Biobombe, deren Kern das hochtoxische Rizin freigesetzt hätte. Dabei machten die Ermittler offenbar keine weiteren brisanten Funde. Nordrhein-Westfalen-Innenminister Herbert Reul sprach im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger von einer neuen Qualität der Gefährdung durch islamistische Extremisten. Der Anwalt des inhaftierten 29-Jährigen wollte sich auf Anfrage der Zeitung nichts zu dem Fall äußern. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt den Tunesier, biologische Waffen hergestellt zu haben. Ob er das tödlich wirkende Biogift für einen islamistisch motivierten Anschlag einsetzen wollte, ist noch offen. Laut Bundesanwaltschaft besteht der Anfangsverdacht, dass er eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitete. Rizin kann in kleinsten Mengen tödlich wirken und gilt als potenzielle Biowaffe. Quelle: ntv.de.